Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu Teardown. Ihr habt es euch die letzten paar Wochen immer wieder gewünscht und hier sind wir in einem riesigen Wohnzimmer mit einem riesigen Katzenposter. Das habt ihr gewollt und deswegen, meine werten Damen und Herren, haut auf jeden Fall ein Like raus, damit wir auf jeden Fall mit Teardown in die Trends kommen, denn jeder sollte Teardown sehen. Meine werten Damen und Herren, ich habe uns eine neue Map hier reingebracht und zwar ist das hier eine Map, wie klassischerweise in anderen Spielen auch, wo man geschrumpft ist und wo man sich einen riesigen, aber riesigen Hauskomplex ansehen kann. Und das wollte ich einfach mal heute gemeinsam mit euch ganz entspannt machen. Leider ist das Haus von außen einfach nur ein kleiner Block, aber das Interessante bei Teardown ist halt eben, wir können halt wirklich alles kaputt machen, ja. Wir können hier sogar, wenn wir wollen, können wir hier einfach ganz gechillt den Rasen gelb ansprayen, ja. Ich würde mir schon wünschen, dass es vielleicht eine größere Spraykanne oder sowas gibt, aber wir können tatsächlich alles tun und lassen, was wir wollen. Wir können sogar hier einfach mal ein Graffiti hinmachen, okay? Wir machen hier das Aerosol-Logo hin, so. Yeah! Oh, ich bin so schlecht im Aerosol-Logo. Okay, ich habe eine Pizza gezeichnet, okay? Das ist eine Pizza, die ich hier gemalt habe. Mm, und dann, guck mal, die hat sogar so Dampf, der so hoch geht. Huh? So eine leckere Pizza. Guck mal, hier noch die Kruste. Und dann kauft uns jeder ab, dass das eine Pizza ist. Okay, meine werten Damen und Herren, hier gibt es noch eine riesige Leiter nach oben. Die schauen wir uns gleich an. Erstmal haben wir hier einen Teppich mit diesem riesigen Wohnzimmer. Und da oben sind sogar so Leuchten, die sogar so verschiedenfarbig leuchten. Ne? Und hier ist ein Stuhl, der tatsächlich auf so einem teppichähnlichen Ding hier rumläuft. Hm, interessant. Also, wir haben hier auf jeden Fall noch verschiedene Waffen ein bisschen eingefügt, wo ich aber die Skins noch nicht drin habe. Die werden wir wahrscheinlich dann bei der nächsten Folge mal wieder verwenden, ne? Wir bleiben jetzt erstmal bei den standardmäßigen Sachen, die wir auch so haben. Guck mal, hier ist einfach ein Apfel, gell? Mal gucken. Oha, der Apfel ist sogar richtig gefärbt und da ist sogar ein Kern von einem Apfel. Alter, das ist so detailreich gemacht. Alter, krass. Guck mal, das ist einfach der PC hier. Und da ist die Lampe. Warte mal. Oh yo, wir haben einfach die Lampe kaputt gemacht. Wie krass ist das denn? Oh Gott, schau mal, hier sind die Bildschirme. Mal gucken, was in den Bildschirmen drin ist. Okay, das ist einfach nur Glas, alles klar. Hier sind die Bildschirmständer. Wir haben sogar so einen Lasercutter. Mit dem können wir hier ganz easy diesen Bildschirm durchlasern. Dann fällt der einfach so runter. Alter, das ist so krass, dass man einfach alles hier drin kaputt machen kann. Hier ist das Mikrofon. Das können wir eigentlich auch durchlasern. So, und dann haben wir da tatsächlich das Mikrofon abgelasert. Ich glaube, wir können das jetzt sogar mit unserer Hand einfach hier wegnehmen. Dann haben wir das Mikrofon einfach hier. Oh Gott, das ist so cool. So, ein Stiftehalter und natürlich der PC. Das mit dem PC, da müssen wir uns irgendwie vorsichtig reinbegeben, damit wir den nicht sofort kaputt machen, wenn wir da reingehen. Alter, hier sind sogar die Anschlüsse richtig. Okay, wir versuchen uns mal von hinten, ne, mit dem Laser einen Eingang sozusagen hier reinzumachen, ne, sodass wir hier reinkommen können. So, okay. Gott, was ist das? Was ist denn hier los? Kann ich hier in den PC reinkommen? Ah, oh, warte mal, ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen mehr Platz oben. Ja, wir sind drin. Oh Gott. Hallo? Okay. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Kraft oder sowas in der Art. Ah ja, guck mal, mit der Pumpgun kommen wir hier durch. Ah, oha. Jetzt sind wir hier einfach im PC drin. Ich habe schon ein paar... Ach, guck mal, hier oben ist die Grafikkarte. Wir sind gerade dort, wo eigentlich normalerweise der Lüfter immer abhängt, das Netzteil. So, aber wir müssen jetzt hier hochgehen. Ich brauche eigentlich eine Taschenlampe, ne? Ich hätte mich eigentlich die ganze Zeit schon von der Seite hier reinbringen können, ne? Hier, guck mal, ich mache hier einfach so und dann bin ich eigentlich schon im PC hier drin. Muss mir nur so eine kleine Leiter hier bauen. Ach, so, wir sind drin. Oh Gott. Guck mal, hier ist er. Warte mal, ich kann doch doppelhüpfen. Oh mein Gott, ich bin so dumm, stimmt. Alter, krass, guck mal. Hier ist die CPU. Oh mein Gott, jetzt kann ich euch einfach den gesamten Aufbau eines PCs hier drin erklären, weil es so gut nachgemacht ist. Hier ist tatsächlich eine Wasserkühlung, ja. Das ist die Wasserkühlung, die auf den Prozessor draufgeschraubt wird. Und hier, diese Kabel, die da hier hinweglaufen, ne, sind, glaube ich, sogar die Kabel, die so, dafür da sind, um durch diesen Kühlungsfilter, der da oben ist. Also das hier oben ist die Kühlung. Die kühlen sozusagen das Wasser, was sozusagen durch fließt und dieses Wasser wird wieder zurückgeführt zur CPU, zum Prozessor, um den zu kühlen. Krass, oder? Und wir können hier drin einfach abchillen. Komm, benutzen wir mal den Mjölner. Alter! Wow! Alter! Das war mal der PC. Warte mal, wir gehen mal hier nochmal raus. Au, weia! Alter! Das ist einfach ein Minecraft-Schwert. Was? Niemals, ey. Okay, wir gucken nochmal kurz. Also dieser PC ist auf jeden Fall nicht donnergesichert. Dementsprechend, au, wow, 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 das sieht nicht so gut aus. Okay, wir haben hier auf jeden Fall noch ein Minecraft-Schwert. Wir hatten ein Minecraft-Schwert. Oh mein Gott, das ist so gut nachgemacht. Alter, da ist jetzt voll das Loch in der Wand. Was passiert, wenn wir oben dieses Lichtlein da kaputt machen?
Leuchtet es immer noch? Ich glaube, es ist tatsächlich sogar nur ein Licht, kann es sein? Ja, es ist tatsächlich ein Lichteffekt, okay. Das heißt also, wir können uns auch noch mal ein bisschen weiter trauen. Wir bleiben jetzt die ganze Zeit hier auf dem Schreibtisch gerade. Hier ist die Pflanze, mal gucken. In der Pflanze haben wir da Erde drin. Na klar ist da Erde drin. Schaut mal, wie viel Erde sogar. Krass, Mann. Okay, wir gehen mal weiter. Mal gucken, ich bin mir nicht ganz sicher. Am Ende werden wir, glaube ich, alles so ein bisschen abbrennen. Ich glaube, hier brennt alles ganz gut drin. Aber wenn wir jetzt was abbrennen, dann könnte es gefährlich werden. Ist das hier ein Schneeschieber? Das ist ein Schneeschieber. Ey, warte mal. Können wir mit dem Schneeschieber etwa den Teppich hier schieben? Oh, wir können damit den Teppich schieben. Oh mein Gott. Nein, wir sind hängen geblieben. Wir hätten mehr Gas geben sollen. Kann ich das Auto rausziehen? Warte mal, wie können wir das am besten jetzt rausziehen? Oh, ich weiß, ich habe eine Gravity Gun. Aber die muss ich jetzt kurz ein bisschen runterstellen. Okay, haben wir ihn draußen? Warte mal, ich schiebe noch ein bisschen. So, und noch ein bisschen. Okay, so. Ich glaube, jetzt funktioniert unser Fahrzeug wieder. Ja! Ich hab's wieder rausgeholt. Okay. Und diesmal mit mehr Anschwung, okay? Alter, da ist sogar ein Ofen, kann das sein? Okay. Mit Vollschmackes durch und das ganze Ding hier rasieren. Oh! Okay. Ah! Er bleibt hängen, er bleibt hängen. Okay, wir haben's. Oh, was? Oh mein Gott, wir sind einfach rausgekommen in den Garten. Wir sind einfach in den Garten rausgekommen. Was? Oh mein Gott, das ist so cool gemacht. Lass wieder reingehen. Hier ist alles so einfach kaputt zu bekommen. Guck mal, wie wir uns hier durchgraben. Alter! Wie wir uns hier durchgraben! Los, komm schon, Kleiner! Geh ruhig, du schaffst es! Ja! Und wir sind wieder zurück, wo wir angefangen haben. Oh, was? Oh mein Gott, der hat sogar gerade die Fliesen kaputt gemacht. Alter, schaut euch das an. Was? Wir haben einfach diesen Teppich hier einfach zerstört, Mann. Hä? Da guckst du, was? Und du da oben, du siehst ein bisschen zu fröhlich aus. Und du da oben, du siehst ein bisschen zu traurig aus. So. Der ist jetzt nicht mehr traurig. Das ist so cool gemacht, Mann. Da oben haben wir noch ein paar von diesen Lampen. Die können wir auch... Alter, uns hat gerade sogar einfach ein Stück getroffen. Wow. Oh, guck mal. Hier ist eine... eine Spüle. Okay. So, einmal hier. Bam. Das ganze Ding kaputt gemacht. Schauen wir mal da rein. Ist hier... Oh, hier... Oha. Hier ist das Abwasserrohr. Ja, klasse. Okay, vielleicht müssen wir es ein bisschen vorheizen, ne? So. Ah ja. Guck mal, damit können wir es sogar aufschneiden, ne? So, einmal hier seitlich. Mit dem Feuer aufschweißen das Ding hier. So, dele. Und dann können wir hier noch... Oh ja, guck mal. Das brennt. Genau. Perfekt. Weiß nicht, ob das gut ist, ob es brennt, aber es brennt zumindest. Ich benutze mal noch hier ein bisschen. So. Oh ja. Warte mal, ist das... Entschuldigung. Warte mal, ich glaube, ich muss hier gehen. Habe ich da gerade ein Feuer angestiftet? Ich meine ja, ich möchte nicht dieses gesamte Haus hier abbrennen. Okay, tschüss. Ich habe zu tun. Alter, das ist ein riesiges Fenster. Okay. 3, 2, 1... Absturz! Oh. Alter. Das ist ein Riesenloch. Okay, wir machen ein paar mehr. 3, 2, 1. Oh, ja. Jetzt können wir endlich in den Garten. So. Mal gucken, was passiert, wenn wir aus dem Zaun rausgehen. Aua. Oh Gott, ich darf mich bloß nicht selber töten. Ach, da ist das Ende der Karte. Alles klar. Okay, dann schauen wir noch mal kurz draußen, was wir noch machen können, weil... Oh, warte mal. Oh nein. Ich bin der Feuerwehrmann. Bitte einmal kurz das Feuer beenden. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Das ganze Haus brennt ab. Okay, ich habe... wir gucken uns da in der Seite nochmal um. Oh, das wird nicht größer. Das wird schon nicht größer werden. Deswegen, wir schauen uns einfach nochmal kurz an, was die Tür da eigentlich macht. Welcher kleine Goblin ist hier eigentlich durchgelaufen? Warte mal, ich glaube, wir müssen das hier mit einer kleinen Attacke... Wir werfen einfach einen nackten Mann. Whee! Oh! Selbst der nackte Mann kommt nicht durch. Wie kann das sein? Der nackte Mann ist das stärkste Item im ganzen Spiel. Okay, nein, dann nehmen wir halt hier eine Bombe und sprengen auf. 3, 2, 1. Dankeschön. Au, au. Okay.
Perfektomatico. So. Ah ja, perfekt. Da ist die Treppe, die ich gesucht habe. Ich hätte eigentlich auch einfach nur diese Tür hier nehmen können. Oh, wer hat denn diese Pizza dahin gesprayt? Okay, wir gehen mal hier hoch, okay? Schauen wir mal, was wir auf der zweiten Etage so finden können. Wir gucken, okay? Oh, ein Kaktus, okay. Den Kaktus können wir hier gleich mal runterschmeißen. Weg mit dir, Kaktus. So. Runter mit den Kakteen. Oh, what the fish? Ah! Oh, das war die Strafe. Aha, den Kaktus habe ich auch runterbekommen. Oh, jetzt sind wir ganz oben. Okay, ich würde mal sagen, wir schneiden hier mal ein Dings, ein Cabrio-Dach rein, oder Leute? Es wird ein Cabrio-Dach, glaube ich. So, lasern wir hier mal ein kleines Dach rein. So. Oh, was ist da denn wieder explodiert? Irgendwann dürfte es runterfliegen, das wäre so interessant. Oh, nein, nein, nicht, ich soll runterfliegen. Aua, guck dich das mal an, Alter. Warte mal, ich kann eigentlich auch von hier unten lasern. Aber ich denke, ich treffe nicht. Außer wenn ich hier unten natürlich... Das ist wie so ausstechen, so ausmalen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich wirklich so treffen sollte. Okay, ich muss kurz hoch. Ich hoffe, wir kriegen das hin, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Spiel ist stehen geblieben. Was passiert hier? Das Spiel ist stehen geblieben. Oh mein Gott. Die ganze Decke ist runtergeknallt. Aua. Oh wow. Was? Was? Oh mein Gott, was ist hier passiert? Die, guck mal, das ist die gesamte Decke. Das ist die Decke. Oh mein Gott. Ich hab da einfach eine Decke reingeschnitten. Das ist perfekt. Oh wow. Oh, wow. Oh mein Gott. Leute, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das hier am Anfang aussah? Guck mal, ich gehe da nochmal kurz in Mjölner. Alter. Ja, die Decke. Wir haben sie runterbekommen. Juhu. Okay. Ja. Yeah. Okay, das Spiel laggt ein wenig. Und ich habe meinen PC extra darauf angepasst, dass das Spiel hier flüssig laufen soll. Und ich glaube, mein PC ist inzwischen an einer Grenze gekommen, weil er diese einzelnen Blöcke nicht mehr berechnen kann. Aber, wenn ich mal euch nochmal erinnern darf, wenn ich das hier guckt euch das an und schaut mal, wie das hier am Anfang aussah. Das ist doch nochmal eine ganz andere Schiene. Leute, das war Teardown. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Tschüss, Kowski.